EA Po Productions liest Hans Dominik, der Brand der Cheops-Pyramide. Heute Kapitel 55. Dinnerstunde im Splendid Hotel. Im großen Speisesaal an kleinen Tischen ein internationales Publikum. Die Nachrichtengeber auf den Tischen in unablässiger Arbeit. Immer neu leuchtende Schrift auf den Mattscheiben. Die wenigsten achteten darauf. Da! Erstaunte Ausrufe. Sie pflanzten sich im Nu durch den weiten Saal fort. Nachrichten aus Spanien. Neuer Aufstand dort. Plötzlich aller Blicke auf die Nachrichtengeber gerichtet. Jeder telegrafische Verkehr mit Spanien gesperrt. Briefzensur. Verbürgte Nachrichten leider nicht zu erlangen. Aus mündlichen Berichten von Reisenden folgendes ohne Gewähr zusammengestellt. In der Nacht vom 6. zum 7. um 1 Uhr morgens gleichzeitig eine Reihe schwerster Attentate. Die Arsenale von Burgos und Valladolid in die Luft gesprengt. Die großen Pulvermagazine in Badajoz und Lerida explodiert. Das riesige Munitionsdepot bei Villanueva in die Luft geflogen. Die Stadt selbst durch die Gewalt der Explosion in Trümmer gelegt. Aus anderen Städten wird Ähnliches gemeldet. Ein Stimmgewirr wie das Summen eines aufgestörten Bienenschwarms in dem großen Saal. Meinungen hin und her. Vermutungen von Tisch zu Tisch ausgetauscht. Einzelne verließen ihre Plätze. Gruppen bildeten sich. Die Speisen blieben unberührt. Auch das Personal, fast ausschließlich europäisch, vergaß des Dienstes, servierte nicht weiter, besprach die ungeheuerlichen Neuigkeiten. In dem allgemeinen Aufruhr achtete keiner darauf, dass an dem einen Tisch in der Ecke vier Menschen saßen, die sich wortlos mit verstörten Mienen anschauten. Iverson. Der Erste, der die Stille unterbrach. »Sie sind's! Sie sind's!« Neiße, mit heiserer Stimme stieß er es hervor. »Der erste Streich!« Harder nickte stumm. Seine Finger trommelten nervös auf die Tischplatte. Mette, erblaßt, ließ ihre Augen von dem einen zum anderen wandern. Jetzt sah sie Iverson bedeutungsvoll an, legte heimlich mit einem Blick auf Modeste den Finger auf den Mund, gab unter dem Tisch ihrem Vater ein Zeichen, aufzustehen. Der verstand. Gewaltsam zwang er seine Stimme zu gleichgültigem Ton. »Ich glaube kaum, dass das Dinner weitergehen wird. Gehen wir nach oben. Diese Nachricht hat meinen Hunger gestillt. Hoffentlich geht alles zu gutem Ende.« Mit Mühe bahnten sie sich den Weg durch die aufgestörte Menge. Im Foyer dasselbe Bild. Auch hier alles in wirrem Durcheinander. Modeste hatte sich wohl über das so ganz andere Benehmen ihrer Freunde gewundert, folgte langsam denen, die mit sonderbarer Eile nach oben zu ihren Zimmern strebten. »Baronin Modeste von Cascul?« Sie drehte sich um. Ein Hotelboy stand da, hielt ihr einen Brief hin, schaute sie fragend an. »Ja, ich bin es.« »Hier ein Brief für die gnädige Baronin.« »Ein Brief ohne Marke an Sie.« »Ah.« Sie blieb stehen, stutzte. »Das war doch Jolantes Handschrift.« »Die hier?« Sie ging zu einem Sessel, ließ sich nieder, riss den Brief auf. Ihre Augen flogen in Eile über die wenigen Zeilen. »Im Belvedere des Parks um 5 Uhr?« Ihre Blicke suchten den großen Chronometer im Foyer. 5 Uhr. Schon hatte der Zeiger die Zahl überschritten. Sie schaute sich nach den anderen um, sah sie nicht mehr. »Ihnen nacheilen? Iverson?« »Nein, vielleicht war es besser, wenn Sie gar nichts davon erfuhren.« Sie erhob sich und eilte in den Park. Hastig durchschritt sie die breiten Wege. Das Belvedere, sie kannte es, im Hintergrunde des Parks auf einer kleinen Anhöhe erbaut. Bald sah sie es vor sich. Noch ehe sie es erreicht, »Modeste!« Der Ruf aus einem Bosquet zur Seite ließ sie stillstehen. »Jolante, du bist's!« Die zog den Schleier, den sie bei Anruf gelüftet, hastig wieder herunter. »Nicht so laut, Modeste, sprich leise. Ich möchte...« Ihre nächsten Worte verklangen undeutlich hinter dem dichten Schleier. Sie legte ihren Arm in den der Schwester, zog sie weiter in den Park hinein. »Ich glaube, Modeste, wir haben uns vieles zu sagen. Wollen wir in meinem Wagen, er steht draußen auf der Straße, ein Stück spazieren fahren? Wir wären da ganz ungestört.« Während sie nach dem hinteren Ausgang des Parkes schritten, sprach Jolante weiter. »Dein Brief erreichte mich gestern. Ich wollte ihn beantworten. Du schriebst ja so gut, so lieb. Mein letzter Brief,
Ich war an dem Tage in starker Aufregung, hatte viele Unannehmlichkeiten gehabt. Als er fort war, bereute ich schon, was ich geschrieben. »Sprich nicht davon, Jolante. Wir wollen das alles vergessen sein lassen.« Sie waren am Parkausgang angekommen. Da stand der Wagen. Sie stiegen ein, fuhren fort. Kaum, dass Matt und Everson eingetreten, als Harder die Tür seines Zimmers hinter ihnen abschloss. Als er sich umdrehte, sah er, dass Everson Matt um die Schultern gefasst hatte und in ausgelassenster Lustigkeit ein paar Tanzschritte mit ihr versuchte. Dabei schien er, nach den unartikulierten Lauten zu schließen, die aus seinem Munde kamen, nur mit Mühe ein lautes Jubelgeschrei zu unterdrücken. Schon unten im Saal hatte Harder sich über die Art und Weise gewundert, in der Matt und Everson diese Nachrichten aufnahmen. Als er jetzt den Freudentanz Eversons sah, wurde sein Staunen noch größer. Er trat auf sie zu. »Was tut ihr da? Was wisst ihr denn?« »Was wir wissen? Mein teuerster Onkel, wir wissen das, was Sie auch wissen.« »Herr von Everson, die Sache ist zu ernst zum Scherzen. Ich selbst habe Ihnen nichts gesagt, bin auch überzeugt, dass Herr Eisenecker Ihnen«, er betonte das Wort etwas sehr, »nichts gesagt hat.« »Mein verehrtester Herr Generaldirektor, Sie belieben eben, das Ihnen zu betonen, meinten ausgerechnet Ihnen.« »Gewiss, Herr Eisenecker würdigte mich nicht seines Vertrauens. Die Gründe dafür liegen bei Ihnen. Aber ich habe manchmal einen recht guten Riecher für solche Sachen. Und meine in schärfster Detektivarbeit geschulte Kombinationsgabe erlaubt es mir, den Schluss zu ziehen, dass ich das weiß, was Sie auch wissen, ohne dass mir es jemand gesagt hat. Nämlich, dass Herr Friedrich Eisenecker im Verein mit einigen spanischen Patrioten den löblichen Versuch macht, diese ganze schwarze Gesellschaft aus Spanien rauszuschmeißen.« »Everson!« Der Generaldirektor eilte auf ihn zu, hielt ihm die Hand vor den Mund. »Leise, leise, ich bitte Sie um Himmels Willen. Es steht da unendlich viel auf dem Spiel. Das Leben Eisenäckers nicht zu vergessen.« »Wie? Was sagst du, Vater? Eisenecker ist in Gefahr?« Harder zuckte die Achseln. »Wie ich ihn kenne, wird er, wenn Not am Mann ist, seine Person nicht schonen.« Mette war bleich geworden. Ihre Blicke gingen zu Everson. Der klopfte ihr beruhigend auf die Schulter. »Keine Angst, Mette, es wird schon alles gut gehen. Eisenecker dürfte der Letzte sein, der sich so ohne weiteres von jemandem an den Wagen fahren lässt.« Und dann setzten sie sich zusammen. In eifrigem Gespräch tauschten sie die Gedanken aus, die ihre Herzen bewegten, konnten dabei kein Ende finden. Wohl schon eine Stunde war vergangen, da erinnerte sich Everson Modestes. Ja, wo war sie geblieben? Sie waren zusammen aus dem Speisesaal fortgegangen. In ihrem Eifer hatten sie gar nicht darauf geachtet, dass sie nicht mit heraufgekommen. »Sie wird in ihrem Zimmer sein«, meinte Mette. »Ich werde nach ihr sehen. Leider sind wir gezwungen, in ihrer Gesellschaft vorsichtig im Gespräch über diese Dinge zu sein. Malte«, sie legte den Finger auf die Lippen, »vergiss es nicht.« Sie ging hinaus, kam bald darauf wieder. »Ihr Zimmer ist leer. Modeste ist nicht da.« »Nun«, Harder warf es ein, »sie wird im Foyer oder im Garten sein. Everson, die Pflicht ruft.« »Sofort, mein teuerster Onkel. Ich eile. Ich fliege.« Geraume Zeit war verstrichen, als er wieder in das Zimmer trat. Unruhe lag in seinem Wesen. »Ich kann sie nicht finden. War überall, auch im Speisesaal. Habe den ganzen Garten durchstreift. War auch noch mal in ihrem Zimmer. Nirgends ist sie.« Harder unterbrach ihn. »Keine Angst, Everson. Hier kommen keine Kinder weg. Modeste wird schon wiederkommen.« Der Generaldirektor hatte sich an seinen Schreibtisch gesetzt, die Karte von Spanien aufgeschlagen und studierte dort mit großem Interesse die Lage der Orte, an denen Eisenäckers Hand tätig gewesen. »Suchen wir zusammen, Malte.« Mette hatte Everson beim Arm genommen, verließ mit ihm das Zimmer. Harder, in seine Arbeit vertieft, merkte kaum, wie die Stunden verrannen. Endlich schob er die Karte zurück, zog die Uhr. »Was, schon so spät? Wo bleiben Sie?« Er stand auf, ging nach unten. Da standen Mette und Everson am Eingang des Hotels. »Nun habt ihr ihn gefunden, den Ausreißer?« Das Wort blieb ihm im Munde stecken, als er die erregten Gesichter der beiden sah. Mette legte den Arm in den seinen, führte ihn ein Stück in den Park hinein. »Wir haben sie nicht gefunden, Vater. Malte wollte gerade mit dem Hoteldirektor sprechen. Da brachte ein Boy diesen Brief.« »Ein Brief von Modeste?
fragte Harder. »Ja, er ist von Modeste. Es ist ihre Handschrift.« »Nun, und was schreibt sie?« Mette überreichte ihm das Schreiben. Harder las, ließ dann den Brief sinken und starrte einen Augenblick sinnend in die Weite. »Hm, ich finde doch, das ist eine sonderbare Sache. Modeste hat da anscheinend jemand Bekanntes getroffen, ist mit dem fortgefahren oder fortgegangen, schreibt aber gar nicht, wer das ist. Sie will bei dem oder den Bekannten ein paar Tage bleiben, dann wiederkommen. Rätselhaft, höchst rätselhaft.« »Ja, du sagst es auch, Vater. Wir sind recht beunruhigt. Das alles so geheimnisvoll ist doch sonst nicht Modestes Art.« »Nun, Angst braucht ihr nicht zu haben. Es ist doch wohl ausgeschlossen, dass ihr etwas Ernstliches passiert ist. Außerdem, du kennst doch ihre Handschrift. Sie hat doch, wie du sagst, den Brief selbst geschrieben. Also«, er stemmte die Hände in die Hüften, »ich sehe keinen Grund, sich große Sorgen zu machen. Selbstverständlich ist das Ganze nicht sehr erfreulich. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als zu warten. Sie schreibt ja, sie wird in den nächsten Tagen wiederkommen. Also warten wir, ehe wir da etwa Schritte bei der Polizei oder sonst wo tun.« Iverson, der bisher geschwiegen hatte, schien in den Worten Harders einen gewissen Trost zu finden. Seine verdüsterten Mienen hellten sich auf. »Ja, Mette, vielleicht hat dein Vater recht. Wir sorgen uns unnötig. Warten wir erst einmal die nächsten 24 Stunden ab.« Hey.